Hallöchen, meine Freunde, mein Name ist Yannick und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Standbild-Video. Ich brauche irgendwann einen Editor, der mir dieses Standbild-Video zu einem epischen Sound macht, sodass ich den da immer einfügen kann. Das wäre total geil. Gut, aber alles nach seiner Zeit. Worum es in diesem Video geht, ich habe 100 fucking Abonnenten. Und diese 100 fucking Abonnenten, die sind einfach fucking awesome, von die, mit denen ich gerade rede eigentlich, also ihr. Ja, ich habe eine super Community und ich freue mich richtig, für euch Videos machen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ihr auch noch lange Zeit mit mir Videos gucken werdet und meine Videos anschauen werdet und alles. Und ich denke, jeder von euch erwartet, dass ich ein 100 Abonnenten-Special mache. Oder nicht jeder vielleicht, aber die meisten werden erwarten. Und ich muss ehrlich sagen, erstens, ich bin kein Freund von Specials, die gebunden sind an einer gewissen Abonnentenzahl. Denn ich mache lieber Specials, wenn was Besonderes ist, wie zum Beispiel, wenn ich das Solar 2 neu habe, dass ich dann ein Special dazu mache. Oder wenn Kinetic Void rauskommt, wird es wahrscheinlich ein Special geben, wie meine ersten Eindrücke zu dem Spiel sind. Des Weiteren werde ich sonst auch mal so ab und zu Specials machen. Aber ich denke trotzdem, dass bei 100 Abonnenten man trotzdem mal ein Special machen kann. Ist für mich so ein besonderer Fall. 100 Abonnenten, das ist immer so 100 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob ich bei 200 dann was machen würde, wenn es wirklich so weit käme mal. Aber wenn es so weit käme, würde ich bei 500 und bei 1000 auf jeden Fall nochmal so ein Special machen. Das klingt eigentlich ganz nett. Aber ich möchte mit kleinen Schritten weitermachen. Ich bin schon froh, dass es von der 100 auf die 101 heute noch gesprungen ist. Da bin ich schon absolut glücklich mit. So, und was ist jetzt mein Problem? Ich habe keine Ahnung, was ich für ein Special machen soll. Und das wissen auch viele auf dem Test leider nicht, was ich für ein Special machen soll. Deswegen frage ich jetzt euch. Hat einer von euch eine Idee, was für ein Special ich machen soll? Würde es euch gefallen, wenn ich einfach einmal eine Stunde lang nur Kerbal Space Program spiele, egal wie gefrustet ich von dem Spiel werde, Hauptsache ich kriege die eine Stunde voll? Oder würdet ihr sagen, naja, wäre nicht so geil. Also, das wäre für mich kein Problem. Mir macht der Kerbal Space Program Spaß. Von dem her, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Ich werde jetzt nicht anfangen, irgendein Metro oder so zu spielen. Was mein Vorschlag wäre, der mir heute eingefallen ist, ich habe vor langer Zeit mal ein Let's Play gemacht zu dem Spiel Spore. Es ist sehr gut angekommen auf dem Kanal. Es war wahrscheinlich mit einer der besten Projekte, die ich dort gemacht habe. Nur leider ist dieses Projekt nie zu Ende gegangen, denn ich hatte mir zu viel Druck damit gemacht und wollte jeden Tag ein Video zeigen. Und das hat im Endeffekt für mich so ein bisschen die Lust am Let's Playen verloren, denn ich musste dann teilweise, gab es Tage, wo ich keine Lust hatte aufzunehmen, aber mich dazu gezwungen habe aufzunehmen, und dementsprechend ist es schlecht geworden. Richtig schlecht. Ich habe die letzten Aufnahmen nie veröffentlicht, weil sie einfach nur von mir angepisst. Ich war einfach nur angepisst und habe teilweise sogar eine Aufnahme, weiß ich, habe ich gelöscht und habe dann so getan, in späteren Videos, das ist alles nie veröffentlicht worden von mir. Also das war alles aber so geplant, dass ich dann sage, ja, wir haben mir meine Aufnahme gekauft, weil ich so angepisst war. Das habt ihr nicht glauben können, weil es mich einfach genervt hat, weil ich mir zu viel Druck gemacht habe. Ich würde dieses Projekt mit dieser Community, die ich jetzt habe, nochmal starten, denn ich weiß, dass ihr echt eine sehr gute Community seid und in keinster Weise mir vorwerft, wenn ich mal ein, zwei Tage lang kein Video hochlade. Ich würde kein durchgehendes Let's Play machen, das heißt, ich würde nicht garantieren, dass jede Woche etwas kommt, ich würde auch nicht garantieren, dass jeden Tag etwas kommt. Ich würde allerdings ein Let's Play machen, nach euren Wünschen, gut, böse, wie auch immer. Also Pflanzenfresser, Fleischfresser. Sogar auf eure Tipps würde ich eingehen, wie ich es bauen sollte. Jedoch müsst ihr immer daran denken, dass ich schon wahrscheinlich wesentliche Videos weiter bin, als das Video, was ihr gerade guckt. Dementsprechend solltet ihr natürlich euch schon in der Zellenphase am besten überlegen, wie könnte ich am besten mein Viech designen, wenn ich nach einer Kreaturphase bin. Denn vermutlich wird es genau darauf hinauslaufen, wenn ich die Kommentare lese, bin ich schon in der Kreaturphase. Ich könnte es trotzdem machen. Wie gesagt, wenn ihr mir versprecht, dass ihr nicht meckern werdet, oh, wann kommt das, sondern mir meine Zeit lasst. Ansonsten werde ich es abbrechen, als wenn ich echt häufig höre, wann kommt das, könnte es bald mal wieder kommen, bla 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 bla, dann werde ich es abbrechen. Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, dass das irgendeiner von euch gemacht hat. Ich möchte ganz klar sagen, es hat noch keiner gemacht, deswegen mache ich das mit euch. Es hat noch keiner gemacht. Und es wäre auch nicht schlimm, wenn mal jemand sagt, hey, ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, dass bald die nächste Folge rauskommt. Ist okay. Solange ich keine privaten Nachrichten bekomme, die sagen, komm jetzt, bring jetzt endlich mal wieder das und das. Das mag ich nicht. Möchte ich einfach von vornherein sagen, weil ich denke, die meisten von meinen Abonnenten sind so vernünftig und können das abwägen.
und können sagen, ha, das kommt, wenn es kommt. Klar wird es, je größer mein Kanal wird, auch immer mehr solche Trottel geben. Und klar werde ich auch solche E-Mails mal bekommen und klar werde ich nicht gleich bei der ersten E-Mail meinen Channel schließen. Klar. Aber momentan sind es dann doch in Anführungszeichen nur 100 Leute und ich denke, von diesen 100 Leuten können sich mindestens, ich sag mal, 95 Leute gut benehmen. Und wenn ich jetzt 5 Nachrichten bekomme, die sagen, mach mal, und keine weitere, dann sage ich, dass diese Statistik gestimmt hat, ich mach weiter. Aber ich möchte es halt nicht, weil dann im Titel Let's Play steht, dass ihr erwartet, dass jeden Tag ein Video kommt, okay? Das wäre meine einzige Bedingung dabei. Ich denke, das ist für die meisten verständlich, warum ich das mache. Wie gesagt, es ist echt nichts gegen euch, weil wenn ich wüsste, dass ich eine Community habe, die sowas macht, dann würde ich das gar nicht erst vorschlagen. So blöd bin ich ja nicht. Ich habe eine echt gute Community, die mir echt viel kommentiert und ich bin echt glücklich damit. Und ja, mit meiner Glücklichkeit lasse ich euch jetzt mal eine Stunde, 2, 3, 4, 28.000 alleine und möchte, dass ihr in den Kommentaren mir schreibt, was ihr möchtet von Special, ob ihr dieses Let's Play möchtet. Und ich kann mal so viel anmerken, ich werde dieses Jahr 19 Jahre alt, ist vielleicht nicht so ein besonderer Geburtstag wie 18, aber mein 19 Jahre alt werden wird wahrscheinlich auch ein kleines Special für euch sein und zwar eins, das den meisten gefallen dürfte, aber ich möchte nicht zu viel verraten, es muss ja noch ein bisschen Spannung bleiben. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Yannick und ich freue mich, wenn ihr mir wieder zuguckt, wenn es irgendein komisches Spiel auf diesem Kanal gibt, wie zum Beispiel... Bitte setzen Sie hier Ihren gewünschten Spielnamen ein und ignorieren Sie, dass ich gerade 3 Sekunden lang geschwiegen habe. Bis dorthin, euer Yannick.